Wenn es zum vollständigen Verschluss eines Herzkranzgefäßes kommt, folgt ein Herzinfarkt, der für Betroffene meistens tödlich endet. Um langfristige Schäden oder sogar den Tod verhindern zu können, ist es verdammt wichtig, entsprechende Symptome richtig und vor allem frühzeitig zu deuten. Viele Menschen ignorieren aber diese Warnsignale oder beachten nur Symptome, die überwiegend bei Männern vorkommen. Heute im Video 5 Symptome für einen Herzinfarkt, die so meistens nur bei Frauen auftreten. Los geht's! Nummer 5. Die ersten Warnsignale, die ihr auf jeden Fall ernst nehmen solltet, machen sich in Rücken, Nacken, Kiefer und den Armen bemerkbar. Schmerzen an diesen Körperstellen können zwar auch andere Hintergründe haben, aber auch ein verschlossenes Herzkranzgefäß kann sich so äußern. Lieber einmal mehr den Krankenwagen rufen als einmal zu wenig. Und die Nummer 4. Auch solltet ihr euch sorgen, wenn ihr plötzlich unter starker Übelkeit und Druck in der Magengegend leidet. Viele halten dieses Symptom fälschlicherweise für die Anzeichen einer Grippe, aber werden dann eines Besseren belehrt. Und jetzt sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 3. Auch häufiger als Männer klagen Frauen kurz vor einem Herzinfarkt über kalten Schweiß. Dieser kann natürlich auch durch Stress hervorgerufen werden, aber wenn dieser sehr plötzlich und sehr stark auftaucht, solltet ihr nicht zögern und sofort einen Arzt konsultieren. Nummer 2. Ein weiteres sehr ernstes Signal kann plötzliches Schlapp- und Müdigkeit sein. Wenn ihr euch nach einem sehr entspannten und wenig anstrengenden Tag trotzdem fertig und ausgelaugt fühlt, solltet ihr achtsam sein. Oftmals kann das schon ein Hinweis auf einen bevorstehenden Herzinfarkt sein. Und die Nummer 1. Wohingegen sich bei Männern das unwohle Gefühl meistens in der linken Körperhälfte bemerkbar macht, kann sich der Schmerz bei Frauen auf den ganzen Brustkorb ausbreiten. Wer eines dieser Warnsignale an sich bemerkt, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen. Beruhigen können wir trotzdem alle, die noch nicht volljährig sind. Ein Herzinfarkt mit jungen Jahren ist nämlich verdammt unwahrscheinlich. Wie immer hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und wenn ihr jetzt nicht schnell einen Arzt rufen müsst, wäre es ultra cool, wenn ihr noch einen Daumen nach oben gebt und das Video mit euren Freunden teilt.